Ja, mein Name ist Tina Kronthaler, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Konstanz und habe hier an der HTWG den Studiengang Maschinenbau belegt. In der Fakultät Maschinenbau gab es dieses Jahr 5 Preisträgerinnen und einen Preisträger. Meine persönliche Vermutung ist, dass man als Frau viel mehr den Drang hat, sich zu behaupten in dem Studiengang und sich dann umso mehr bemüht. Preisträgerin zu sein ist auf jeden Fall eine große Ehre, weil der Frauenanteil in unserem Studiengang relativ niedrig ist. Und umso mehr habe ich mich auch darüber gefreut. Ich bin der Meinung, dass es nicht unbedingt eine Rolle spielt, welches Geschlecht man hat, wenn man Maschinenbau studiert. Im Gegenteil, manchmal war es sogar eher schön, dass man vielleicht eher hervorgestochen ist. Ich habe mich immer gut mit meinen Kommilitonen und meinen Kommilitoninnen verstanden. Im Rahmen meiner Abschlussarbeit habe ich ein Bandmodul ausgelegt und konzipiert. Und es war meine Aufgabe, den Motor auszuwählen, die Antriebskomponenten und auch einige Berechnungen zu dem Modul anzustellen. Meine Tipps an diejenigen, die sich für den Studiengang entscheiden, sind, dass man einfach mit viel Spaß in die Sache reingehen soll, dass man auch Tiefpunkte gemeinsam überwinden kann, wenn man sich auch gut in der Gruppe integriert, wenn man auch einander hilft und dass es sich auf jeden Fall lohnt, den Studiengang zu absolvieren.